Ein Fall von skrupelloser Gewalt beschäftigt die Polizei in Niedersachsen. Das Ende einer Disco-Nacht im Landkreis Diepholz. Ein junger Mann wird zusammengeschlagen, bis er sich nicht mehr rührt. Das ist an sich schon tragisch, aber noch viel mehr empört, dass ihm niemand geholfen hat, als mehrere Männer auf ihn einprügeln. Endstation einer Partyfahrt. Der Busbahnhof im niedersächsischen Kirchweih. Die Polizei vernimmt Dutzende Zeugen. Die Stimmung ist immer noch aufgeheizt. Verpiss dich jetzt! Sie kamen gerade aus der Disco im nicht weit entfernten Wildeshausen. Ein größerer Bekanntenkreis hatte den Bus gemietet. Noch während der Fahrt beginnt der folgenschwere Streit. Als die Kollegen eingetroffen sind, hat man nur festgestellt, dass eine Person, ein 25-Jähriger, im Rahmen dieser Schlägerei so schwer verletzt worden ist, dass er dann mit diesen schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Bremen eingeliefert werden musste. Im Moment steht sein Leben wohl auf der Kippe, so wie das aussieht. Es waren 5 Mann gegen einen, das haben die Ermittlungen bislang ergeben. Ein 20-Jähriger wurde mittlerweile als mutmaßlicher Haupttäter ausgemacht. Sein Opfer musste noch am Tatort reanimiert werden. Verheerende Kopfverletzungen, so die erste Diagnose. Der junge Mann liegt im Koma, es sieht wohl nicht gut aus für ihn. Mit ungeheurer Brutalität müssen sie vorgegangen sein. Kriminologin Rita Steffes N. hat in Studien über Jugendgewalt herausgefunden, solche Ausbrüche sind deutlich kürzer und heftiger, als viele annehmen. Die dauern meistens nur 20 bis 30 Sekunden und gehen dann mit einer extremen Gewalt, fast so einer Rage, über das Opfer einher. Und es kommen natürlich noch gruppendynamische Prozesse dazu. Und innerhalb von 20, 30 Sekunden nehmen sie einen Menschen nicht als Menschen wahr, sondern als Objekt, als Feind, als Gegner. Und dann ist die Vernichtung und der eigene Sieg das eher naheliegende als eine Empathie und ein Mitfühlen. Der Fall wirft weitere Fragen auf. Wie kann es sein, dass niemand den mutmaßlichen Haupttäter aufhielt? Wie kann es sein, dass knapp 30 Menschen tatenlos zusehen, wie ihr Bekannter fast zu Tode geprügelt wird? Das hat man in Experimenten erforscht, dass Menschen, die unmittelbar in der Nähe von solchen Gewaltdelikten sind, den gleichen Stresslevel haben wie die Opfer selbst. Und viele, viele Menschen erstarren vor dieser Gewalt, nicht zuletzt auch vor der auch nicht unrealistischen, aber Angst, selbst Opfer zu werden, wenn sie eingreifen würden. Eine extra eingesetzte Ermittlungsgruppe hat derzeit alle Hände voll zu tun. Die Zeugenaussagen scheinen noch kein eindeutiges Bild des Tathergangs zu ergeben. Das ist Puzzlearbeit. Da muss man einen nach dem anderen befragen. Erstmal die Zeugen, um ein Bild zu kriegen und dann die Täter, die vermeintlichen Täter mit dieser Aussage oder mit diesem Verlauf dann zu konfrontieren. Am Morgen nach der Tat erinnert an der Haltestelle nur noch die Spurensicherung der Polizei an die brutale Schlägerei. Gegen den Hauptverdächtigen wurde jetzt Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Der Zustand des 25-jährigen Opfers bleibt sehr kritisch.